Ja, moinsen Leute, ich bin am Stissel. Heute ist Mittwoch, das erste Video, glaube ich, diese Woche, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, ich glaube schon, weil ich habe ja gesagt, ich will immer 2 Tage dazwischen lassen. Die meisten haben das, glaube ich, auch verstanden. Weil ich finde ganz gut, wenn die dann auch ein bisschen die Leute die Chance haben, die zu sehen, wisst ihr? Und am geilsten, weil letztes Mal schreibt einer drunter. Ich meine, die, die mich schon länger gucken, wissen bestimmt, dass ich kein Intro habe. Also ich meine jetzt kein Intro, was eingeblendet wird, sondern ein Intro-Spruch, was ich immer sag, weil ich finde es lustiger, einfach das zu sagen, wo ich gerade Bock drauf habe. Und dann hat einer geschrieben, weil ich beim letzten Video gesagt habe, scheiß der Hund ins Feuerzeug. Ich sage, das schlechteste Intro-Spruch ever. Und weil er gerade das gesagt hat, muss ich jetzt nochmal sagen, scheiß der Hund ins Feuerzeug. Extra für ihn. Ja, ansonsten jetzt MW3 live. Ich gehe jetzt mal auf Morb. Ist aber erst mein drittes Spiel diese Woche. Deswegen, wenn ich schon live auf Morb gehe, Leute, ich glaube, ich nehme jetzt mal ganz überpowered die ACR. Ich hoffe, mir nimmt es mir nicht übel. Oder nehme ich was anderes? Komm, ich nehme die mal. Oder ich nehme mal die. Oh, geil! Wenn es so anfängt, könnte ich mir glatt schon einen runterholen, Prinz Ferdedick von Dänemark. Oh, das spawnt einfach hier. Naja, auf jeden Fall wollten das ja viele sehen. Oh. Eigentlich mag ich die Map. Weil man hier meist den Spawn ganz gut im Griff haben kann. Oder natürlich auch von jedem scheiß Inselaffe gebumst werden kann mit seiner UMP. Er sitzt hier hinten mit Lagebericht und sniped. Auch recht nett. Scheiß Franzose, den kenne ich schon vom Zocken ab und zu. Ja, ich frage mich nur, Leute, was mache ich denn, wenn sowas passiert? Ne, was mache ich denn, wenn Moab Fail ist? Weil ich habe ja auch keine Lust. Was ist denn hier los, Alter? Boah, Jungs, guckt euch den erbärmlichen Affe an. Ich habe noch nicht mal synchronisiert. Ich hoffe mal, da passt alles. 47, 46, 45. So, das ist letzte Chance jetzt. Meine Frage wäre, was mache ich denn, wenn es ein Mauer-Fail ist? Soll ich ihn trotzdem hochladen? Ansonsten, was kann man reden, ohne sich. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, ey. Bald 2000 Abonnenten am Start, da wollte ich ja mal so ein FAQ machen, Leute. Schön ein paar Fragen beantworten und so. Natürlich nur die, die auf die ich Bock habe. Wenn mich jetzt einer fragt, seit wann ich mein Klitoris-Piercing habe, dann gehe ich da natürlich nicht drauf ein. Puh. Den haben wir da schon campen gehört, den Freund. Komm mal, er läuft gebückt jetzt. Hör mal. Ich glaube, es kommt einer von beiden Seiten. Oh fuck, jetzt werde ich auch noch angerufen. Aber jetzt müssen wir erstmal weitermachen. Bitte Telefon, hör auf zu klingeln. Wow. Einer hat sich anscheinend schon verpisst hier, weil da unten nur noch 0 Punkte sind. Aim-Fail. Boah, Jungs, ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Ich habe die Woche so wenig gezockt. Und wir müssten eigentlich kurz vor der Mauer sein. Ja, moinsen. Erste Live-Commentary in der Mauer am Start.
Jetzt muss ich mich natürlich verstecken, bevor ich die zünde. Oh. Egal, kill mich ruhig, mein Freund. Kill mich, ich hab ne Mauer ab und du nicht. Guck mal, guck mal, guck mal. Was machst denn du da? Er ist ja geil drauf, der Pferdedick, Alter. Naja, Leute, auf jeden Fall, erste Ding jetzt schon mal, ey. Scheiße, Mann, nicht, dass ich jetzt mich nicht mehr übertreffen kann, ey. Zünden wir mal die Mauer ab, gucken, wer wieder aus dem Spiel geht, so wie immer. Ansonsten, viele haben meine Facebook-Seite noch nicht geliked. Ich hoffe mal, ihr macht das, weil die Facebook-Seite liken, ich will ja bald ein Abo-Zocken wieder machen und ich will ja die Fragen beantworten. Außerdem, den Clan-Channel bitte abonnieren, weil viele haben da mir so viele Komplimente gemacht. Einer hat geschrieben, ich bin ein mieser Kommentator, da kann man natürlich nichts machen. Ich habe einen kurzen Moment geweint, aber naja, ich habe ja noch ein Real Life und eine Freundin, die hat mich dann getröstet. Leute, ihr wisst ja, ich scheiden Samantha technisch und so, bin ich da, ich bin sensibelchen, ihr wisst schon. Nee, Spaß, Leute. Kommentieren und bewerten nicht vergessen und schreibt mir mal rein, was ihr noch die Woche so sehen wollt. Ich meine, MW3, vielleicht mal noch wieder eine von den Serien rausknallen oder so. Ansonsten lief die Runde ja ganz okay. G36 mit Schalldämpfer und Rotpunkt hat schon geschäkelt, ne? Und dann sage ich mal, Leute, scheiß der Hund ins Feuerzeug, da freut sich nämlich der eine. Haut da rein, Bazinga.